Einen wunderschönen guten Morgen. So, ich habe jetzt meine erste Spritze in den Bauch gesetzt. Also ich muss sagen, das hat mich richtig Überwindung gekostet, die erste. Aber ich kann euch sagen, man gewöhnt sich an alles. Spätestens die dritte, vierte Spritze tut dann nicht mehr weh und ist alles gut. Aber die erste war jetzt echt, ja, schwierig. Ja, aber Hauptsache dem Baby geht's gut im Bauch, gell? So, und jetzt wollten wir runtergehen. Bisschen einen Obstteller machen, so vorsichtig. Ich möchte alleine laufen. Ganz langsam. Ja, du willst zeigen, dass du schnell. Oh, dass du das schon schnell kannst, gell, dem Zuschauen. Da läuft die Toni-Box im Wohnzimmer. Nicht, dass du noch runterfällst, gell? Ja, genau. Das tut weh. Sie möchte ihre Hausschuhe nicht anziehen. Also, und die sind alle drei Kinder gleich bei dem Thema. Wir haben keine Hausschuhe. Nehmen wir meine Folie mit Apfelsaft, frischen Apfelsaft. Ups. Diese Teile sind so lecker. Die machen echt süchtig. Das erste Teil habe ich immer noch nicht probiert. Ich probiere das mal später. Und das, oh, lecker. Ein Stifter von Leonie. So. Jetzt gucken wir, was wir von Obst haben. Wir haben ja hier Kiwis. Die schneide ich mal klein. Eine Banane. Ja. Das sieht so schrecklich aus, gell, dieses kaputte. Überall zerfetzt vom Wind. Naja. Wenn wir ausgezogen sind, dann müssen wir das alles abmachen, damit das schön aussieht. Wartet schon, hat aber schon Apfel bekommen. Wir haben jetzt Apfel, diese gelbe Kiwi und Banane, ne? Jetzt gehen wir oben essen. Ja? Gefrühstückt haben wir schon. Oh. Wir sind wieder unten, denn ich will es schon seit ein paar Tagen machen und irgendwie vergesse ich es die ganze Zeit. Und jetzt habe ich es mir oben aufgeschrieben. Ich brauche ein Dingsbums zum Messen. Jetzt habe ich hier kein nichts zu messen. Warte, Leonie. Muss mal gucken. Wir hatten doch hier so einen Maßstab. Warte mal. Nicht da reinmachen. Quetschis. Ah, oh, das ist nicht für Kinder. Warte. Mama muss mal gucken. Wir haben doch irgendwo so einen Maßstab. Ach, hier. Siehst du. Hier. Ja, das kannst du haben. Warte. Denn ich möchte mal messen, wie so ein 1,60 Meter Tisch, weil ich habe jetzt gestern und vorgestern schon nach Tischen geguckt, das neue Haus. Und ob bei 1,60 drei Stühle hinpassen würden, das will ich jetzt mal rausfinden. Deswegen wollte ich die Stühle jetzt mal hier so hinstellen. Stühle sind ja immer eigentlich fast gleich breit. Und dann gucken wir mal, ob ein 1,60 Tisch passen würde. So. Muss auch nicht ganz nebeneinander sein, sodass ihr doch bequem sitzt. So. Okay. Genau, lassen wir mal so ein Stückchen Abstand. Noch ein Stückchen. Und jetzt messen wir mal, wie viel das ist. Unser alter Tisch war ja 2 Meter oder länger. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube sogar 2,20 war das. Aber nicht in den Mund, Leonie. Nimmt man nicht in den Mund. So, jetzt gucken wir mal. 10. Die Schublade. 30, 40, 60. So. So ist 1,60. Okay, warte, ich lege das mal so hin. Also würde perfekt passen. Man hätte sogar noch Platz. Das sind 1,60. Also, reicht 1,60. Ja, cool. Die Stühle kommen dann weg. Oder wir behalten die, wenn wir Besuch bekommen, dass wir mehr Stühle haben. Das könnte ich auch machen, weil die sind ja eigentlich noch schön, die Stühle. Holz sind zwar verkratzt, aber die sind auch uralt. Also wir haben die schon seit, ich glaube, 12 Jahren. Aber da kommen ja sowieso so Auflagen drauf. Ja, Vorsicht! Vorsicht!
Hab ich auch mal gemacht. Oh. Soll ich küssen? Mama küsst. Ich will küssen. Ist das gut? Willst du? Ein Stück. Ist auch ein Stück. Warte. So. Eins für Mama. Wir müssen das letzte. Schön kauen, gell? Das ist eine Eule. So kann man auch Tiere lernen. Mama, Mama. Was, wo ist die Katze? Da. Was war da noch? Ein Löwe. Oh, und ein Hund. Da, ein Hund. Mimi ist begeistert. Ich mache jetzt so ein paar in die Dose. Und den Rest habe ich jetzt mit dem neuen Bibel hier befestigt. Ich habe jetzt gesehen, wir haben noch so viele Nudeln von gestern. Können wir eigentlich auch noch essen. So, wir können schon nichts kochen. So, die restlichen kommen da rein. Warte, Leonie. Machen wir zu. Und hier kommt der Deckel drauf. So. So, Leonie und ich essen jetzt Nudeln von gestern, Knobisoße und diese Gurken, die wir gestern gekauft haben. Das waren keine polnischen, das waren irgendwie andere. Aber die schmecken genau wie die polnischen. Salz, die Gurken halt. Mega lecker. Die kleine Nudel ist jetzt eingeschlafen. Die Kinder kommen jetzt auch in 20 Minuten. Sehen hat heute nämlich keine Mittagsschule. Ist ausgefallen. Denn jeder Zweifel ist wirklich krank. Ob in der Schule, an der Arbeit, überall. Also ist echt, echt krass. Moment. Ich mach mir ein Cappuccino. Der entkoffinierte schmeckt übrigens genau gleich wie der normale Cappuccino. Richtig gut. Dann nehme ich mir so ein süßes Teilchen. Ja. Asche braucht noch ein paar Minuten. Die Kinder sind schon da und ich wollte jetzt meine fetten Socken holen und meine Jacke, weil es ist so, oh, arschkalt. Wird Zeit, dass der Papa nach Hause kommt und Feuer macht hier. Aber Holz ist auch keines mehr da, scheiße. Muss er nach hinten im Garten. Ich hoffe, wir haben noch genug. Mich hat gestern jemand in den Kommentaren gefragt, wieso wir einen Papptellon essen. Ja, also, ich habe es aber auch dazu geschrieben. Also, unser Öl ist fast alle. Wir haben Öl bestellt. Wir kriegen keine Nachrichten, wann das Öl geliefert wird. Dazu ist unsere Spülmaschine kaputt. Das passt natürlich. Und ja, ich hoffe, dass wir... Also, bis jetzt kommt noch warmes Wasser in der Dusche. Aber wenn dann keins mehr kommt, dann haben wir ein Problem. Was wird das? Sie machen nach. Quatschköpfe. Ich habe jetzt Spinat gemacht und so diese kleinen Mini-Nudeln. 16 Uhr und ich vermute, dass der Roy nach der Arbeit noch kurz zu Kaufland fährt und dieses Stapelspielzeug für die Kleine holt. Und ab heute gibt es auch so Hefe-Hasen in dieser frischen Theke beim Brot. Oh mein Gott, das brauche ich auch so einen Sturm. Ist ja echt. Unser Zaun wackelt hin und her. Hoffentlich kippt er nicht um. Gottes. Ja. Da habe ich kurz Essen gemacht, denn wir haben auch noch Nudeln gegessen. Das wollte ich mir fehlen. Das reicht nicht für den Häuschen. Spinat. Ja. Das rennt die Treppe runter, gell? So laut. Guck, was da los ist. Schmeckt gut? Mmh, lecker. Der Roy ist gerade reingekommen, hat hier was abgestellt und ist jetzt hoch, sich umziehen, damit er mit uns essen kann. Aber Lukas hat schon geguckt, ne? Gucken gleich mal zusammen rein. Leonie ist nämlich noch beschäftigt hier, gell? Super. Also Papa hat jetzt hier noch was mitgebracht. Hier diese, wie heißen die? Hasen. Hasen, diese gebackenen Hasen.
Sechs Stück hat Papa gerade gesagt. Ja, dann hat er noch was geschenkt bekommen. So eine Schokolade. Und noch so eine Schokolade. Hat eine Maske gekauft. Ja, Spaß. Für Baby. Ein Mond. Oder eine Surfwelle. Ja, mit Fischen. Essen. Baby will direkt was haben. So, dann ein L'Oreal Shampoo. Lily. Erdbeeren. Noch mehr Erdbeeren. Joghurt. Ein Kassenset. Ein. Oh Gott, was ist das? Tutti Frutti. Die Kassiererin hat gesagt, das sieht ja lustig aus. Hä? Gibt's noch einen Bubblegum? Heißt das Essen? Das ist Eis. Ist das gleich? Ich muss erstmal Hände waschen. Handtuch bringen. Das sind lauge Brötchen. Hefe gab keine mehr, hat er wohl gesagt. Aber auch für süß. Für Hasis. Keine Ahnung. Das sind das alle? Müssen wir mal gucken, ob alle Das waren dann nur sechs. Beim echten Mond waren es nur sechs? Ja. Naja, nee, wir haben ja hier ganz viele. Guck mal. Das waren aber ganz kleine Teile, deswegen habe ich die weggetan. Müssen wir mal gucken. So viele Zuschauerinnen haben mir gleich ein Bild geschickt, gell, dass es die beim Kaufland gibt. Wir wissen, dass Leonie das mag. Cool, das ist ja voll groß. Von jeder Mama, von jeder Farbe. Wow. Die zwei Dinger nicht. Ja, super. Die können wir alle benutzen. Das sind so große Fische. Guck mal. In jeder Farbe. Ja, in jeder Farbe drei pro Packung. Schön. So süß. Oh, schöner Müll. Ich mach mal den Stuhl sauber erstmal hier. 70. Fisch. Das ist ein Fischspiegel. Magst du die Fische? Ja. Sag mal Fisch. Sag mal Luisa. Ich wollte so. Ah! Hier ist auch noch Papier. So viele Fische. Wow. Kannst du die doch stapeln? Ich glaube 12, oder? So. War das 4 oder 3 Packungen? 4, oder? Zeig dir mal, wie es geht. Du musst festhalten, glaube ich. Rudi, hält fest. Okay, das ist schwierig. Sie hat vermisst. Ui. Das ist ja cool. Müssen wir ja gar nichts wegtun, die sind alle groß. Ida? Hä? Süß. Ach, es gibt immer. Von jedem Ding gibt es immer ein kleiner ja. Fisch. Guck, von jeder Farbe immer ein kleiner. Ja. Da. Drei kleine, drei große, drei mittlere. Ja. Ja. Geil. Na, Alter, die riesige Welle. Die riesige Welle. Sie muss festhalten, sie will bauen. Genau. Bob, der Meister. Super. Fisch, ja? Fisch. Papa macht Feuer hier. Super! So, die kleine Nudel ist mit ihren Fischen beschäftigt die ganze Zeit. Und wir haben jetzt wegen dem Öl angerufen, da wo wir das Öl bestellt haben, das Heizöl. Und die Frau meinte, man muss mindestens bis Ende April warten, also sind halt die Wartezeiten. Und jetzt hat es uns aber einen Tipp gegeben, wir können entweder Diesel reinmachen oder wir können an eine Heizöl-Tankstelle fahren und uns da was holen. Jetzt haben wir gerade gegoogelt und vielleicht machen wir das dann. Ja, deswegen bin ich voll dankbar für diesen Tipp, dass wir uns so ein Heizöl auch hier holen können. Dass hier auch so eine Tankstelle in der Nähe ist, voll cool. So, hier lassen wir mal auf, weil Papa macht gleich einen Kamin an. Ich wollte hier nur die Pornos runter machen, dann gehe ich mein Video schneiden. Und morgen ist Freitag. Genau, morgen nehmen wir euch wieder mit.
Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.